Okay, Leute, willkommen zu einem neuen Projekt mit dem stolzen Namen Hydra Castle Labyrinth. Der letzte Soundeffekt gehört übrigens nicht zum Titel. Jedenfalls glaube ich, dass das der Titel von dem Spiel ist. Mein Japanisch ist ein bisschen eingerostet. Vielleicht ist es auch koreanisch, vielleicht steht auch Gangnam Style, ich weiß es nicht. Scheißegal. Leute, die Maze of Gallius und Lamulana gerne geguckt haben, werden hier auf ihre Kosten kommen. Hoffe ich jedenfalls. Wir fangen einfach an. Ich kann euch über das Spiel kein bisschen erzählen. Ich weiß nicht... Also ich weiß mittlerweile, wer wir sind. Das ist der da unten. Ja. Was ich euch allerdings sagen kann, dass ich gerade die Fledermaus erwischt habe. Und wahrscheinlich wird die Fledermaus mir nach wie vor und wie in jedem anderen Projekt auch Problem Nummer Uno sein. Ja. Da ich nicht weiß, ob diese Person überhaupt einen Namen hat, dürft ihr ihr gerne einen Namen geben. Dann behaltet ihr euch das Recht vor, diese Person zu benennen. Ich habe übrigens auch gar keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Ich weiß über das Spiel generell sehr wenig. Ich habe mir damals was von ihm, von DC's Crap angesehen, zu diesem Projekt. Aber das ist auch schon wieder ewig her. Und da DC's Crap eine Inspirationsquelle für jeden Let's Player sein sollte, weil er wirklich Sachen sehr gut macht. Oh, da kommen wir scheinbar nicht durch. Ja, bin ich auf diese Idee hier gekommen. Es scheint ziemlich Spaß zu machen, vor allem es ist genau das Genre, was ich so vergöttere. Rätsel, Sidescrolling, Parts, Items, die ich euch hier zeigen kann. No, 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 no. Ain't nobody got time for that. Okay, da hinten das sind Tempel und Speichersteine. Ja. Wie auch in Lamulana auch, die Energie... Nein, gar nicht wie bei Lamulana. Es gibt ja keine EXP-Bar. Oh. Wie ihr unschwer erkennt. Es sei denn, ihr seid total dämlich. Hier können wir unsere Energie mit Herzchen auffüllen. Schön, oder? So, wäre nett, wenn ihr jetzt weggehen würdet. Ja. Und wir schlagen einfach mit X. Den Download-Link setze ich euch natürlich in die Beschreibung, weil es ist ein bisschen kompliziert, das zu finden, weil die ganze Seite auf Koreanisch gehalten ist. Wie gesagt, meins ist ein bisschen eingerostet. Vielleicht seid ihr da... What? Fitter drin als ich? Kann ja sein. Aber das tut zur Unterhaltungssache nichts zur Sache. What the fuck hab ich gerade gesagt? Ich habe übrigens... Ey komm, es sieht aber wenigstens professionell aus, oder? Wie ich hier so rumlaufe. Ihr meint wenigstens, ich hätte eine Ahnung, wo ich hinlaufe, oder? Komm, seid ehrlich. Ja, warum ich sage, wie bei Lamulana, ja, das, Movement, das sollte euch ja schon ein bisschen bekannt vorkommen. Und natürlich, Verstecke, Verstecke, Verstecke. Gewinne, Gewinne, Gewinne! Geh mal auf die Kirmes, das Glück ist immer mit die Doofen. Ja, es gibt 8 Tempel, wenn ich mich nicht täusche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war unten zu sehen bei Ki. Ah ja. Ich glaube, ich habe gespeichert. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Übrigens sollte das auch, glaube ich, unsere Energie wieder auffüllen. Oh ja, die halten schon was mehr aus. Die roten Steine kriegen wir leider noch nicht kaputt. Dazu fehlt uns noch ein Item. Aber, wer weiß, vielleicht finden wir das ja bald. Wie gesagt, ich werde mal schauen, in welcher Reihenfolge ich was mache. Wie ihr es von mir kennt, in alter Manier gibt es hier alles oder nichts. Also 100%, worauf ihr euch freuen könnt. Ich denke, das Projekt wird nicht allzu lange dauern. Aua! Hallo! Ja, irgendwas sagt mir, dass ich hier vielleicht nicht so richtig bin. Ja, das Ding kriege ich offenbar nicht kaputt. Schade. So, hier waren wir, glaube ich, schon, oder? Ich glaube, ja. Ja, hier müssten wir gewesen sein. Lass das! Gut, also merken wir, uns fehlt ein Schlüssel und irgendetwas, damit wir rote Steine kaputt kriegen. Ich weiß auch gar nicht, welcher Tempel das gerade war. Ich hoffe mal, es war der richtige. Die Musik übrigens wunderschön. Also alle Leute, die auch die Maze of Gallius Musik genießen konnten, werden wahrscheinlich hier einen akustischen Orbasmus erleben, wie es sonst keinen zweiten gibt. Komm her! Ja, ich würde euch gerne mal zeigen, wie, wo so Items sein können, aber ich wüsste gerade nicht, wo ich suchen soll, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist ja auch nicht verkehrt, sich ein bisschen hier umzusehen, nicht wahr? Gut, dann sind wir uns ja einig.
Gift, ja, es gibt Gift. Bei meinem Argus-Auge ist mir nämlich direkt aufgefallen, dass es da Gift gibt. Nee. Ey, ich habe so keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich glaube, ich bin irgendwo, wo ich gar nicht sein sollte. Aber wer weiß. Lass das. Lass das. Stirb. Aha. Da war doch irgendwas. Ich hab's genau gehört. Ich höre es. Na gut. Beeil dich. Oh Gott. Okay, hier ist der Deal. Wir lassen uns nicht von Gas vergiften. Cool, oder? Nee. Ich möchte hier nicht lang. Warum kann ich da oben nicht hin? Da muss es doch was geben. Warum habe ich eigentlich eine 5 stehen? Ja, ich kann lustige Geräusche machen. Ich könnte mal die anderen Tasten ausprobieren. Aber ich habe nichts anderes. Ich hätte schwören können, da gibt es etwas. Vielleicht aber auch nicht. Aber das Schöne ist, wenn ich jetzt hier keinen Fortschritt mache, dann brauche ich auch keine Gefahr laufen, dass ich irgendwas verpasse. Weil dann kann ich den Part einfach ohne weiteres beenden, weil wir nehmen ja schon ganze 8 Minuten auf. What the fuck? Ich schwöre euch, ich dachte, hier wäre etwas. Okay, gucken wir uns halt erst woanders um. Ich hoffe, die sind 5 da, steht nicht für Leben. Autsch, hallo. Ha. Vielleicht gibt es ja auch später stärkere Waffen. Wer weiß. Oh. Moment, da hat sich gerade etwas erhöht. Schlag kann ich nicht aufladen. Und andere Tasten scheinen auch nichts zu bewirken. Na gut. Vielleicht kann ich ja eine normale Kombo machen. Unten vorne Schlag. Hallo, nein, kann ich nicht. Schade. Schöne Bilder im Hintergrund. Ja. Dann halt nicht. Ja, das ist neu. Wir können an Leitern ranspringen. Hurra! Okay, das ist also die Munition, unsere Fernkampfwaffe, wenn ich sie so nennen darf. Die wir noch nicht haben. Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hier hinlaufe. Toll. Ding, ding, ding. Kannst du überhaupt was? Ich gehe hier nicht aus dem Patras, bevor ich nicht irgendetwas erreicht habe. Und wenn es Game Over gehen ist. Ist? Habe ich schon ist gesagt? Ist mir jetzt auch egal. So, zack, zack. Gib. Ja, Maze of Galeas lässt. Ach, Hydra Castle Labyrinth lässt den Spieler halt genauso viel rätseln wie die anderen Spiele bisher auch. Aber das kennt man ja von mir. Ich rätsel gerne. Außerdem lässt sich das prima wieder mit einem Let's Play kombinieren. Da kann man nämlich zusammen überlegen. Und ich denke mal, dass 99,99% dieses Spiel von euch nicht kennen werden. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Das freut mich sogar. Das hingegen weniger. Wo habe ich eigentlich gestartet? Oh. Ach komm, er sah so verdächtig aus. Dann gehen wir halt da runter. Ich habe leider vergessen, wo ich hin muss. Ich bin immer noch der Annahme, dass es hier ist. Okay, warte, ich habe eine Idee.
Meint ihr, die Gegner dürfen nicht tot sein? Okay. Ich töte mal den anderen zuerst. Oder er mich, das könnte auch sein, ja. Das ist vollkommen korrekt. Puh. Ich hör's doch, dass da was ist. Ich springe jetzt hier so lange gegen, bis das aufgeht, ist mir egal. Was zum Geier? Ja, gut, das hier momentan ist übrigens das Schloss. Wie auch bei Maze of Galley schon, hier gibt es die eigentlichen Verstecke der einzelnen Dungeons. Und die gilt es nun herauszufinden. So sieht übrigens der Game Over Screen aus. Jetzt kann ich auch gucken. Jawohl, mein Load hat geklappt. Schön, dann weiß ich ja, wie ich speichern kann. Ist das nicht herrlich? So. Ich denke mal, ich werde den Part aber hier fürs Erste beenden. Ich möchte mal den Kram hier hochladen, gucken, was ihr dazu sagt, wie ihr den Shiart findet. Wir werden uns das nächste Mal da oben wiedersehen. Und dann denke ich mal auch zu wissen, wo ich denn weiter muss. Leute, ich sage danke fürs Zugucken bei Let's Play Maze of Galley und wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Tschüssi.